Herzlich willkommen zurück zu Medieval Minecraft und wir sind ja hier stehen geblieben in dieser wunderschönen, weiß ich auch noch nicht so ganz, was es ist, Zombie-Festung oder weiß der Kuckuck was. Und wir sehen hier schon die ersten Gegner. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Hier sind ein paar Bücher, aber ansonsten, ich glaube, alles sehr uninteressant. Hier oben ist jetzt nichts. Okay, das heißt einfach nur ein Dekorationsraum. Ich bin mal gespannt, ob wir hier irgendwas Cooles finden werden, außer Gegner. Hey, hey. Ich lass den Donner auf euch rollen. Was? Weiß ich auch nicht. Entschuldigung, warum sind hier so viele Gegner? Warum? Wieso? Weshalb? Lass mich in Ruhe. Darf ich hier kurz anmerken, ich will das alles nicht. Aua. Wie sieht's im Inventar aus? Im Inventar sieht's okay, ist okay. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt hier Spawner sind oder so. Das kann natürlich gut möglich sein. Aber hier ist auch nichts, ne? Ist das hier alles nur Decoration? Basher. Okay. Ja, wir müssen mal gucken, also... Hä? Also... Ich bezweifle irgendwie, dass das alles ist, oder? Also, ich bezweifle, dass wir hier keine Truhen oder so finden. Oder ist das hier nur, um Smaragd zu farmen? Das wäre auch weird, oder? Okay, hier ist irgendwie Ende. Da drüben geht es noch weiter. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich bin hier gerade am Erkunden. Ich glaube, wir müssen einfach auf die andere Seite, oder? Ich glaube, die Seite ist einfach nur blöd. Also wenn ich jetzt mal oben auf die Minimap gucke, Schnauze. Nee, nix, Maria. Hau ab. Wenn ich jetzt einfach mal auf die Minimap gucke, sieht es ja schon so aus, als wäre auf der anderen Seite irgendwie mehr los. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, dass wir irgendwie da hinkommen. Jetzt hat mich auch noch der Gravel, der Kies gedamaged. Finde ich natürlich prinzipiell eher nicht so cool. Ich weiß jetzt natürlich nicht, auf welcher Höhe das ist. Oh, hier sieht aber schon gut aus, ne? Ah, hier steht aber alles unter Wasser. Obwohl, hier geht's. Okay, vielleicht finden wir hier ein bisschen was mehr an... Aha, hier haben wir doch schon die erste Truhe. Wilde Betten, by the way. So, zack, nehmen wir alles mit. War jetzt nicht unbedingt geiler Loot. Oh, hier sind auch viele Truhen. Die... nicht befüllt sind. Das ist... Ich habe das Gefühl, es lohnt sich richtig hier zu sein. Ist ja unfassbar. Wow. Also, ist immer... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist ja... Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Nee. Nö. Okay, den... Oh, nee, ich wollte das nicht. Entschuldigung, ich wollte es nicht abbauen. Sorry. Oh, wir haben Enderbag. Enderbag ist immer gut. Hier haben wir noch eine Truhe. Okay, Diamanten. Diamanten ist ja schon mal ein Anfang. Oh, wir haben... Oh, wir haben ein sehr volles Inventar. Ich muss halt dazu sagen... Ich nehme das ja jetzt sehr viele Tage später erst wieder auf. Ich habe halt schon wieder komplett vergessen, was wir alles hier vorgemacht haben. Und so. Aber nun gut. Oh, Skelettschädel, keine Ahnung. Kann man mitnehmen? Solange wir jetzt nichts anderes... finden, was besser ist. Nö, lass mich nur. Habe ich gar keinen Bock drauf. Wir können hier hinten nochmal weitergehen. Hier rechts. Ja, genau. Da sind wir ja oben auf der Map. Dass hier noch ein bisschen Party abgeht. Hallo, Entschuldigung. Ich würde gerne looten. Nee. Ich wollte nicht kämpfen. Ich wollte looten. Was ist das hier? Rahmenleere Karte. Na gut, aber das brauchen wir ja nicht. Oh, das ist alles so unnötiger Loot irgendwie. Versteht ihr, was ich meine? Also da war jetzt bisher, gut, die paar Diamanten. Da waren aber auch nur zwei, ne? Also die zwei Diamanten waren halt ganz cool, aber der Rest bisher... Ma. Da war eine Kakerlake. Das ist ein bisschen ekelhaft. Ja, der Rest ist bisher so... Hm. Eher uninteressant. Hängende Spinnennetz. Spinnennest.
Nö, nee, ich will kein Spinnennest. Ich mag keine Spinnen. Warte, ist hier irgendwas Cooles? Aua. Hier ist nichts Cooles. Entschuldigung, ich muss mal kurz durch. Au, Entschuldigung, muss durch. Hab keine Zeit, ich muss looten. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass ich hier irgendwas Krasses übersehe. Manche Truhen sind auch komplett leer. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade irgendwas Krasses übersehe, aber bisher finde ich es eher mau. Ha. Ja, genau, das, was er sagt. Ha. Hier sind noch voll viele Gegner. Oder bin ich blöd? Ach, die sind nur hier zwischen, ne? Das hat gar nicht wirklich was mit dem Dingens hier zu tun. Na gut, aber ich glaube, dann war es das. Also ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass hier noch großartig was anderes ist. Was wir jetzt irgendwie krass übersehen haben oder so. Hm. Oh, das ist ein bisschen sad. Ich habe mir irgendwie mehr davon erhofft. Vor allem, weil es so krass auf der Map aussah. Wir extra eine Karte hierfür bekommen haben, so. Also, I don't know. Wir könnten übrigens, by the way, mal unseren, Starbunkel beschwören, damit wir einen Speedbuff bekommen. Haben wir die hier schon? Die waren alle leer, ne? Ah ja, hier war noch nicht leer, okay. Ja, weiß ich nicht, dann war es das irgendwie anscheinend. Nun gut. Würde ich sagen, bauen wir uns mal hoch. So, wo sind wir jetzt hier? Ich sehe gar nichts. Mach mal Licht jetzt. Ah, okay, wir müssen hier lang. Ja, wir sind auch relativ weit unten, ne? Das ist ein bisschen blöd. Bin jetzt... Ja, ne, ist richtig, ne? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, dann bauen wir uns jetzt einfach hoch. Dann gucken wir, ob wir irgendwo in der Nähe vielleicht einen Portpunkt oder sowas finden. Aber ansonsten... Ja, mach ich jetzt auch nicht so unbedingt weiter, ne? Warum haben wir denn nicht volles Mana? Das ist, weil wir... Warum haben wir denn Mana-Debuff? Ah, wegen Sleepness, glaube ich, ne? Kann das? Scheiße. Okay, nochmal hoch. So. Ja. Schade, Marmelade. Aber wir müssen mal gucken. Vielleicht gucken wir auch die nächsten Folgen, weil wir haben ja jetzt relativ viel erkundet. Ich würde, wie gesagt, endlich gerne noch in die anderen Dimensionen und sowas. Aber ich würde auch ganz gerne langsam, aber sicher dann doch mal wieder damit anfangen, ein bisschen was an... na, wie heißt es? Oh, Leute. Ich bin komplett dumm an hier. Oh Mann, wie heißt es denn? Ich würde gerne. Ja, ich würde gern. Hä, diese Stadt, Mann, die man regiert, die Kolonie. Oh Gott. Ich würde gerne mal wieder eine Kolonie gründen. Die nochmal nebenbei vernünftig aufziehen. Sonst vielleicht dafür auch mal bald ein paar ja, Sachen craften, beziehungsweise Sachen sammeln. Dann haben wir ja gesagt, ne, erstmal ein bisschen vorsammeln, damit wir da nicht wieder die ganze Zeit nur so ein Gebäude bauen und dann müssen wir 10 Jahre sammeln, ein Gebäude bauen, 10 Jahre sammeln, ein Gebäude bauen, 10 Jahre sammeln.
Und das war halt vorher alles mal so dickfett sammeln, irgendwie mal eine Folge irgendwie nur Holz, eine Folge nur Stein und sowas. Und so, dass wir dann im Nachgang halt einfach weniger Probleme haben, das zu... ja, machen. Ich werde dich zerleitnigen. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Ja, oh, ein bisschen. Man macht wenig, also wir machen wenig Schaden, finde ich. Warte, warum wurde der denn jetzt im Wasser vom Blitz getroffen? Weiß man das? Der trifft uns gar nicht. Der ist auch schon tot. Das ist alles relativ schlecht tatsächlich jetzt. Ich würde nämlich gerne die Sachen hier aufsammeln. Jo, perfekt, danke. Das war schon. Ich wollte die nur aufsammeln. Entschuldigung, es war ein bisschen stressig. Jetzt nachts natürlich hier irgendwie einen Wegstein finden, ist natürlich auch, ich sag mal, mutig. Da ist ein Ender. Man. Gadam. Shazam. Aramalamvam. Wo fliegen wir denn gerade überhaupt hin? Ich wollte nicht den Skilltree aufrufen, ich wollte... Okay. Aber wir erkunden auf jeden Fall noch. Das ist ja schon mal ganz gut. Dass wir nicht irgendwo lang fliegen, wo wir schon waren. Ich auf so Ebenen ist das doch oft, oder? Ist da irgendwo ein Wegstein rum... Wegsteine riniert. Ich bin mir unsicher. Okay, ja, es wird wohl wieder so eine Fliegefolge. Ach, ich bin aber auch ein bisschen traurig. Weil, oh, hier ist ein Wegstein. Hier ist ein Wegstein. Ja. Nächste Schiffheimatbasis. So. Ich bin ein bisschen traurig. Ich habe mir wirklich, wirklich mehr erhofft dadurch. Durch dieses Zombie-Labyrinth oder was das auch immer sein sollte. Ja. Schade. Können wir das hier irgendwie schon abernten? Nö, alles noch nicht aberntbar. Dann gehen wir erstmal schlafen, würde ich sagen, weil wir auch Tiredness seinen Urgroßvater haben. Bremirurirur. Irgendwie sowas wird es gewesen sein. Ja, und jetzt packen wir alles mal erstmal unten in die Dingens rein. Oh, wir haben ja auch ein Wixi noch, was Sachen herstellen kann für uns, ne? Oh, und diese Blutaltare und so, das ist alles wild. Nun gut. Moment, hier können wir Sachen reinpacken. So, das brauchen wir alles nicht. Ich glaube, wir können immer die ganze oberste Reihe einfach, warte mal, Moment mal, die brauchen wir auch nicht mehr. So, dann packen wir alles von hier oben hier unten rein. Ah, Moment, wir haben ja oben auch noch Sachen, die wir weiter im Inventar haben wollen, ne? Warp-Schriftrollen. Die müssen wir auch mal im Auge behalten, dass wir die benutzen. So, warte mal, das hier wollen wir nicht weghaben. Der Rest kann weg. Das kann alles weg. Die Enderbags würde ich gerne noch öffnen, fix. So. Dann packen wir das auch alles einfach mal oben rein. Die Eimer können wir behalten. Fackeln können wir behalten. Ja, der Rest, der kann ja eigentlich weg, ne? Der Rest, der kann einfach hier rein. So. Das kommt wieder nach oben. So. Tisch des Schreibers, Imbuementkammer. Kranes Podest. Okay, wir gucken mal. Ja, pass auf, dann lass uns doch... Ich will nichts hören. Oh, die sind alle fast kaputt, ne? Tragisch. Okay, wir machen das trotzdem mal. Moment, wir nehmen mal... Na, warte mal. Wir machen das Eisenaxt. So. Dann machen wir uns mal noch zwei ganze Eisenäxte und dann machen wir jetzt die Folge einfach, so wie wir es gerade eben besprochen haben. Gehen wir eben fix mal ein bisschen Holz farmen.
und dann auch gerne halt auch neu pflanzen oder so. Aber dann nutzen wir die Folge einfach mal ein bisschen aus, um hier ein bisschen was zu farmen. Damit wir, ja, einfach ein bisschen was auf Lager haben. Weil ich meine, wir haben ja auch so nichts auf Lager, ne? Also selbst wenn wir uns ja selber was craften wollen oder so, suchen wir uns immer so irgendwie die Hälfte zusammen und alles. Und ich denke, da macht es auch einfach mal Sinn, dass man da ein bisschen was auf Lager hat. Können wir auch vielleicht mal unser Haus erweitern und sowas. Ich meine, ja, erkunden ist schön und gut. Aber wir merken ja auch selber, wie schwach wir sind und alles drum und dran. Und wenn wir uns dann vielleicht einfach mal vernünftig hier ein Haus bauen, beziehungsweise vernünftig dann auch mal hier eine Verzauberungstisch bauen und alles drum und dran, dass wir ja auch die Sachen mal verzaubern können, uns ein bisschen upgraden können und so, können wir auch eher mal in andere Welten reingehen, ohne dass wir da instant verrecken, so wie im Never. Ich denke, das macht schon Sinn. Und wie gesagt, ich würde gerne halt, also ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich die Insel hier, wo wir jetzt unser Häuschen quasi haben, einfach komplett unberührt lasse. Aber du nervst. Du nervst nicht mehr. So, ob wir die komplett unberührt lassen, was jetzt so bezüglich Schnauze. Was bezüglich der Stadt angeht, also der Kolonie, dass wir die quasi nur auf der anderen Seite bauen, also auf dieser anderen Insel, wir haben hier quasi zwei aneinanderliegende Inseln, oder ob wir tatsächlich hingehen und hier auch noch ein bisschen was mit drauf bauen, da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, aber ich glaube tatsächlich, dass ich es so machen würde, dass ich zumindest für den Anfang würde ich hingehen und würde das Rathaus quasi in die Mitte von der anderen Insel stellen. Dann darum erstmal was bauen. Ich finde es gut, dass das hier alles nicht so extrem spreadet. Das wäre ja tragisch. Und wenn wir das gemacht haben und da ein bisschen was aufgebaut haben, können wir ja zur Not immer noch hier rüber spreaden. Aber ich möchte mir halt auch Platz für die eigene Bude quasi lassen. Ich weiß nicht, warum hier ein Baumstamm by the way fehlt. Genau, ich würde mir ja auch gerne Platz für unsere Bude lassen, falls wir die noch erweitern wollen und pipapo. Das ist ja alles. Naja, halt. Ich kenne mich halt. Ich denke halt immer viel zu klein, auf viel zu kleinem Raum und denke so, ja, die Größe unseres Hauses passt doch schon. Und im Endeffekt bauen wir aber irgendwie das Zehnfache an Größe eigentlich. Also, ist, ja, schwierig. Wow. Oh, lol. Weird. So, die können wir auch so abbauen, glaube ich. Naja, perfekt. Ja, jetzt haben wir noch eine Eisenaxt und danach verbraten wir einfach auch noch die ganzen anderen Eisenäxte. Also, dass die einmal alle kaputt sind, komplett. Weil es verstopft ja auch unsere Truhen, wenn wir da andauernd halb kaputte oder ja, fast ganz kaputte Äxte quasi reintun. Ich habe eigentlich gerade keine Zeit, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja Bäume am Fällen, da habe ich keine Zeit, mich mit Zombies rumzukloppen. Tut mir leid. Und Puppen. Oh, was? Und wir müssen halt auch nochmal gucken, wie wir das halt mit der Musik machen. Ich finde es echt schade, dass wir diese Medieval Minecraft-Musik nicht weiterlaufen können wegen dem Copyright. Weil die war halt echt weitaus schöner und weitaus konstanter. Ich finde die Original-Play ist von. Oh, das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Nee, lass mich bitte in Ruhe. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte das nicht. Ich wollte den Baum fällen. Ich weiß auch nicht, warum meine Axt dich angegriffen hat. Ja, die ist aber halt so unkonstant. Und da kommt halt auch solche Lieder, wisst ihr? Also, das. Ha. Alles schwierig. Wenn da irgendjemand einen Rat hat oder so, oder eine coole Playlist kennt oder so, die natürlich non-copyright ist, bin ich da gerne down für. Weil so wie es aktuell ist, gefällt es mir noch nicht.
Es ist viel zu unkonstant. Wir haben irgendwie das halbe Let's Play dann keine Musik und dann komische Musik und dann wieder doch ganz coole Musik und es ist schwierig. Mein Inventar ist dezent voll. Ja, diese andere Obstsorte würde ich nicht gerne farmen. Obstsorte? Die andere Baumsorte. Weiß nicht, wie ich jetzt auf Obst kam. Wirklich nicht. Ich bin manchmal ein bisschen komisch. Und manchmal bin ich auch. Ich will nicht drüber reden. Es tut mir leid. So. Und wir haben jetzt gleich auf jeden Fall schon mal einen dicken Vorrat an Holz und sowas. Das finde ich tendenziell sehr, sehr gut. Weil wie gesagt, es nimmt uns Stress weg, weil wir es dann halt immer wieder farmen müssen. Und dann halt irgendwie 20 Folgen so halb daraus bestehen, dass wir Holz sammeln. Und dann habe ich lieber, glaube ich, eine Folge, wo wir komplett Holz sammeln. Eine Folge, wo wir komplett irgendwie Stein sammeln und sowas. Aber dafür haben wir es dann hinter uns. Und müssen dann nicht jede Folge wieder aufs Neue so, oh nein, uns fehlt noch ein Baum, uns fehlt noch ein halber Baum. Und weiß ich nicht was. Ich glaube, das ist so angenehmer. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich würde sagen, dass das sinnvoll ist, erscheint, tut, sein. So. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ne? Oder ihr sagt so, ey, ich find's cool, wenn wir als nächstes XY angehen oder wir als nächstes das und das machen oder whatever, schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann gucken wir da halt mal, ne? Weil ich kann ja immer nur so für mich entscheiden, okay, was ist jetzt irgendwie so der nächste Step? Und ich bin ehrlich gesagt nicht gut darin, zu entscheiden, was der nächste Step ist. Bei mir ist es immer so ein, oh, wir könnten noch das machen. Oh, oder das. Oh, oder wir könnten das machen. Und dann fange ich irgendeine Sache an. Und dann mittendrin so, ah, aber wir könnten auch das machen. Ich glaube, dann ist es immer ganz hilfreich, wenn einer von außen sagt, ey, yo, mach doch erstmal das. Weil das wäre cool. Ne, und selbst wenn ihr sagt, ey, give a fuck darauf, geh einfach in eine andere Dimension, scheiß doch drauf, wenn du stirbst, stirbst du halt. Mein Gott, dann weiß man es halt. Ja, dann machen wir halt das. Ne, an mir soll es da nicht liegen. Ich weiß halt nur nie, was so das richtige Mittel, der richtige Mittelweg oder so ist. Ja. Genau. So, wie viel Holz haben wir jetzt? Schon einiges an Holz, ne? Das ist mega gut. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, warum ich jetzt ein Holz in der Hand hatte, aber nun gut. So, wir müssen natürlich den Wald dann irgendwann auch nachbauen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ansonsten sieht unsere Insel sehr, sehr kahl aus. Aber ich glaube, das mache ich jetzt nicht in der Folge auch noch zusätzlich. Sondern das können wir dann irgendwie in einer separaten Wir förstern auf Folge machen. Ich finde es trotzdem weird, dass sich das so weird verteilt. Also, wisst ihr, was ich meine? Bauen irgendwie da hinten irgendwo einen Baum ab und können hier noch Sachen davon sammeln. Das ist ein bisschen wild. Und so krass. Kannst du mir nicht erzählen, dass der Baum oben so krass gesplittet ist. Also wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich nicht, weil ich mich mal wieder ausgedrückt habe wie der letzte Depp, aber das macht ja nichts. Wir haben noch eine Eisenaxt. Mit Full Life. Oh, ich glaube, das ist aber zu viel. Nee, pass auf. Wir machen jetzt die Äxte nur noch kaputt. Und dann soll es das auch gewesen sein. Weil sonst finde ich es, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben. Bauen wir es gerade ab? Ja, okay. Also, vor allen Dingen halt auch zu lang. Wenn ich jetzt noch eine ganze Axt verknöppel, dann mache ich wieder Überlänge in der Folge. Und das will ich nicht. Ich würde ganz gerne mal irgendwie bei meiner Folgenlänge bleiben.
Weil irgendwie passiert das nämlich sehr häufig, dass das nicht klappt. So. Oh, Bobette Shiny has awoken nearby. Oh, das sieht ja wild aus. Ich zerblitze dich. Oh, das war schon. Könnten Sie bitte aufhören, mich zu schlagen? Nee, lassen Sie mich nur. Nee, lassen Sie mich nur. Nee, lassen Sie mich nur. Ich fliege hier übrigens nur so dumm rum, weil wir halt beim Fliegen weitaus mehr Damage machen, ne? Wie ich schon mal angemerkt haben. Ist irgendwas gedroppt? Nee. Das ist ja quasi die Spezialfähigkeit von unserer Klasse. Dass wenn wir fliegen, machen wir ja weitaus mehr Schaden. Als wenn wir jetzt nur am Boden kämpfen. Deswegen fliege ich immer so dumm um die Mobs herum. Damit wir einfach das ganze Damage-Potenzial auch ausnutzen können. Ja. Bevor sich da irgendjemand gefragt hat, was ich da mal für einen Humbug treibe. Humbug ist auch ein schönes Wort, oder? Ernsthaft? Die Axt hätte jetzt nicht bei dem letzten Ding kaputt gehen können? Geht wahrscheinlich jetzt, ja, mittendrin hier kaputt. Das war so klar. So. Aber wir sind bald durch. Wir haben es bald, Leute. Dann haben wir auf jeden Fall dick fett was an Rohstoffen gesammelt. Und natürlich diese eine Sache da erkundet. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, die war sehr ernüchternd. Finde ich. Weil da hat es halt kaum was gegeben, ne? Zwei Truhen gefühlt. Und davon waren vier leer. Schwierig. So. Den Baum hier noch. Und dann sind wir fast durch, glaube ich, war. Na, den einen Baum hier noch. Geht der noch? Ach man, lass mich doch da dran. Ach man, jetzt ist überall immer alles im Weg. Ah ja, perfekt. Ah, das war alles kalkuliert von vornherein. Okay, hier haben wir nichts mehr zum Aufsammeln. Doch, hier noch ein bisschen was. Dann bringen wir das einmal weg. Dann sollte es auch gewesen sein, tatsächlich für die Folge hier. Entschuldigung, da rein, danke. Hier ist auch was ausgewachsen. Das können wir eigentlich auch mal abernten. So. Ja, das hier können wir eigentlich auch alles abernten, oder? Wenn es ja eh fertig ist. Kann man das hier. Oh, das kann man auch so abernten. Oh, das ist ja chillig. So. Genau, das soll es für die Folge auch gewesen sein. Und dann gucken wir mal nächste Folge, ob wir da halt vielleicht Stein sammeln und sowas, dass wir uns halt jetzt ein bisschen darauf vorbereiten, dass wir... Moment, jetzt muss ich mal wieder gucken, was wir alles brauchen, was nicht. Warte mal, das brauchen wir noch. So, der Rest hier kann weg. Das kann alles hier rein. Genau, und dass wir dann halt in der nächsten Folge einfach hingehen, schauen... Was brauchen wir noch so alles, so Grundlegendes für die Kolonie? Dass wir uns jetzt vielleicht auch nochmal überlegen, halt welchen Stil wir von der Kolonie nehmen. Und ja, dann können wir irgendwie in der übernächsten Folge oder überübernächsten Folge, je nachdem, mal gucken. Können wir endlich hingehen und können uns dann hier eine neue Kolonie gründen. Ich denke, das macht absolut Sinn. Nun gut. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst uns einfach nicht darüber reden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Danke. Und ciao.